Wir kommen in die Steiermark. Wie wertvoll Bewegung in der Natur sein kann, das haben ja viele besonders in den vergangenen Wochen erlebt. Der neue Papst Franziskus Pilgerweg von Graz nach Weiz lädt auch dazu ein. Markus Marschalek hat eine Gruppe auf ihrem Weg begleitet. Sie alle gehören zur sogenannten Weizer Pfingstvision und sie wollen aus ihrem christlichen Glauben heraus Impulsgeber für Umfeld und Gesellschaft sein. Im Sinne von Pfingsten, dem Moment, als sich die Jüngerinnen und Jünger als Gemeinschaft erfuhren und hinausgingen, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Hinausgehen. Startpunkt ist die Basilika Maria Trost in Graz. Dort beginnt der neue Papst Franziskus Pilgerweg. Miteinander unterwegs sein, sich austauschen. Das nehmen sich 5 befreundete Ehepaare vor. Beim Gehen wollen sie ihr Handeln als Christin und Christ reflektieren. Zitate von Papst Franziskus sollen auf dem Weg Impulse geben, aus der Reserve locken und auch provozieren. Es beginnt damit, dass das Christsein selbst schon eine Provokation ist. Wenn man sich überlegt, dass Jesus ein Revoluzer war. In meiner Glaubensgeschichte geht es so, dass man sehr viel lernt und erfährt und liest, aber dass man für sich versteht und erkennt, dass Jesus ein Revoluzer war, provoziert hat, das taucht ein bisschen immer in den Hintergrund. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Christen sich das immer wieder in den Vordergrund holen. Text- und Videoimpulse mit Worten von Papst Franziskus kann man über sein Smartphone abrufen. Ein Christ, der in diesen Zeiten kein Revolutionär ist, ist kein Christ. Dass der Papst Franziskus als Provokateur erlebt wird, einerseits innerhalb der Kirche extrem, bei fundamentalistischen, konservativen Kreisen, aber auch bei Wirtschaftskreisen, Großkonzernen, Waffenkonzernen in den USA, die also wirklich extrem gegen ihn polemisieren. Das ist für mich eine ausgesprochen jesuanische Haltung. Die Kirche ist 200 Jahre lang stehen geblieben. Warum bewegt sie sich nicht? Haben wir Angst? Irgendwie hat man das Gefühl, Kirche ist eingefroren. Es gibt die Rituale, die immer gleich sind und es passiert nichts. Aber trotzdem verändert sich die Gesellschaft ja ständig. Und da muss sich ja auch die Kirche verändern, denke ich mir. Und da kommt jetzt der Papst und der spricht diese Themen an. Und das finde ich für mich irgendwie befreiend. Mit Pfingsten verbinde ich eine Kirche, die in Bewegung bleibt und sich auch auf diesen Geist einlässt und auch diese vielleicht neuen Wege zulässt. Seit mehr als 30 Jahren versucht die Weizer Pfingstvision, Kirche und Gesellschaft zu gestalten, Abgestandenes umzurühren. Ich erlebe den Papst Franziskus ganz intensiv als Umrührer. Allein seine Ansprachen Richtung Kurie und jetzt kürzlich in einer der Morgenmessen, wo er den Klerikalismus anprangert, dass wir zu stark da orientiert sind. Die andere Seite sind die strukturellen Reformen. Ja, erhoffe ich mir schon lange und immer wieder, dass das Frauenthema eine wichtigere Rolle spielt. Aber ja, da tut sich nicht wirklich viel. In unserer globalisierten Welt sind wir in eine Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden gegenüber dem schmerzvollen Aufschrei der anderen. Dass er auf der Seite der Entrechteten ist, dass er mitfühlt, mit denen, denen es schlecht geht, die unter die Räder kommen. Und damit ist er, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für uns, wie sich auch bei uns Kirche wirklich auch erneuern kann. Er
stellt ganz eindeutig den Menschen im Mittelpunkt, den Armen, den Bedürftigen. Und er appelliert an die alten Vokabeln, die jeder kennt, Solidarität, Barmherzigkeit, Mitgefühl. 20 Kilometer sind geschafft. Entlang der Raab wird die Umwelt in den Blick genommen. Es geht um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Der Rhythmus des Konsums, der Verschwendung, hat die Kapazität des Planeten derart überschritten, dass der gegenwärtige Lebensstil, da er unhaltbar ist, nur in Katastrophen enden kann. Da bin ich sehr froh, dass der Papst eben uns als Christen da in die Pflicht nimmt und sagt, es ist für uns als Christen schon eine Pflicht, auf dieses Wunderwerk Acht zu geben. Wir haben Verantwortung gegenüber unserer Natur. Der Christ, und das habe ich gelernt, darf keine Angst davor haben, in Krisen zu geraten. Es ist ein Zeichen dafür, dass er vorangeht. Mein Glaube ist nicht so gefischt, dass ich sage, ich habe alles in der Hand, ich habe alles im Griff. Es ist ein Fragen, ein Suchen. Und mich stützt die Aussage von Karl Rahner, der sagt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten, das ist eigentlich Glaube. Nach 24 Kilometern ist das Ziel, die Basilika am Weizberg, erreicht. Symbolisch wird Last abgelegt, um frei und voll Freude Neues zu wagen.